ihr lieben Freunde und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr wissen wollt, warum ich im Terrarium mit dem Regenschirm stehe, dann bleibt dran. Ja, auch von mir ein fröhliches Hallo an alle Reptilienfreunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf unserem Kanal. Wer nicht weiß, worum es hier geht, es ist eigentlich eine ganz lange Dokumentation von einem Terrariumbau, Schritt für Schritt, von Anfang bis Ende. Wer es noch nicht gesehen hat, wer neu auf dem Kanal ist, klickt einfach unten oder hier oben in unsere Videobeschreibung, in unsere Playlist, da könnt ihr alles nochmal anschauen. Ja, und in dem heutigen Video, worum geht es da heute eben? Um die Beregnungsanlage. Genau, Beregnungsanlage oder ja, Luftbefeuchtungsanlage würde ich bei mir eher sagen. Wofür haben wir uns heute entschieden? Also es gibt ja Unmengen Beregnungsanlagen auf dem Markt, kleine, kompakte. Gut, für diesen großen Bau, den ihr hier seht, musste das Ganze natürlich ein bisschen größer sein. Und da haben wir uns für eine Beregnungsanlage der Firma Micro-Rain Systems entschieden. Den Link tun wir auf jeden Fall unten in die Beschreibung, genau, in die Videobeschreibung. Ja, und warum wir uns dafür entschieden haben, zeigen wir euch kurz hier und wo und was man so alles benötigt, um so eine Anlage aufzubauen. Das ist alles kein Hexenwerk, es ist alles ganz einfach. Wer sowas schon mal gemacht hat, klar, dem oder für den ist es jetzt langweilig, aber vielleicht sind hier auch noch ein paar Neulinge, die nicht wissen, wie sowas geht. Ja, wir zeigen mal ganz kurz, woraus diese Anlagen bestehen. Vorweg muss man sagen, auf der Internetseite der Firma MRS Micro-Rain Systems kann man von fertig zusammengestellten Anlagen bis wirklich ins kleinste Detail sich alles einzeln kaufen. Das war auch einer der Hauptgründe, warum wir zur Firma MRS gekommen sind, weil ich wirklich über Jahre auch die Garantie habe, Ersatzteile zu bekommen. Kurz zu der Geschichte, die Anlage habe ich schon, die liegt schon eine ganze Weile. Ihr kennt ja, ich habe das früher mal gemacht, lag rum und ich benötigte einfach wieder ein paar Ersatzteile. Da waren meine Düsen verkalkt etc. etc. Ja, und demnach habe ich wieder angefangen, mir Teile zu bestellen. Und siehe da, es ist alles vorhanden. Man kann von den Düsen, man kann über Schotverbinder, über komplette Schlauchverbinder. Man kann entstopfen, man kann komplette Düsen. Man kann auf der Homepage, wenn man da drauf geht, sich wirklich jedes Teil besorgen. Wie ich, wie gesagt, hier mal so einen kleinen Zwischenstand von meinen Sachen gemacht habe, die ich so hatte, stellte ich natürlich fest, dass ich noch ein paar Sachen brauchte und habe dann die Firma MRS kontaktiert, nochmal kurz mein Vorhaben geschildert. Nochmal durchgesprochen, was benötige ich. Ja, und die Firma, wir kommen gleich mal zu dem Pumpensystem, war auch so nett, mir wohl eine, vielleicht nicht ganz neue, aber für mich neue, weil bei mir ist es schon ein paar Jahre her, eine ganz neue Leiseläuferpumpe zur Verfügung zu stellen in 24 Volt. Da bin ich echt mal gespannt, da gucken wir nachher mal. Hier ist einmal vorweg die Pumpe, ich nenne es mal einfach mal normale Bauweise, da wo man jetzt nicht unbedingt dolle Ruhe haben will, kann man die ganz normal einsetzen. Sie ist jetzt nicht ultra laut, aber im Wohnzimmer weiß ich nicht, ob es da top ist. Und hier gucken wir gleich mal rein, ist wohl das neue Wunderwerk. Da schauen wir dann mal nachher im Vergleich. Ja, zusätzlich benötigte ich, wie gesagt, so ein paar verkalkte Düsen, die ich ausgetauscht hatte. Ich hatte Probleme mit so einem Schotverbinder, also so einem Verbinder, um bei mir durch die Platten zu kommen. Da war einer nicht mehr so ganz in Ordnung. Ja, dann habe ich dafür noch Düsen, noch Kunststoffteile. Also das Schöne, wie gesagt, man bekommt jegliches Ersatzteil vom O-Ring. Und das, denke ich, ist schon mal ein Riesenvorteil, ne, dass ich nicht eine ganze Anlage neu kaufen muss. Ja, wie, aus was besteht so eine Anlage? Klar, aus hauptsächlich dem Herzstück ist natürlich die Pumpe. Ja, wir schauen einfach mal hier rein. Ne, kleines Unboxing. Was steht hier? Diese hier ist eine 24 Volt Pumpe. Die kann bis zu 9 Bar liefern. Ja, hat bei meiner Bauweise, wir haben uns hier erstmal entschieden, 3 Nebeldüsen zu verbauen. Aber was ist da der Unterschied? Klar, Regendüsen, Nebeldüsen ist natürlich alles eine Tröpfchengröße.
Ich benötige das nur, um die Luftfeuchte zu erhöhen. Deswegen haben wir uns für Nebeldüsen. Ich schaue mal, das sind 0,4 mm und 0,3 mm Antitropf entschieden. Ja, hier schauen wir mal rein. Oh, hier ihm. Yay! Yeah! Es schneit. Jawohl, was haben wir da verbaut? Hier ist einmal, da es sich um eine 24 Volt Pumpe handelt, ein Netzteil. Wunderbar. Mehr Schnee. Und hier haben wir die gute Pumpe eingebaut. Jawohl, im Vergleich hierzu, hier ist sie in einem Kasten, hier ist sie da. Wir schauen uns das noch mal her an. Und natürlich eine Beschreibung. Brauchen wir erstmal. Gut. Kurzum, für die, die es kennen, klar wird es langweilig für jemanden, der das noch nicht aufgebaut hat. Schauen wir uns das an. Das Herzstück ist eine Pumpe, egal welche. Die Pumpe hat einen etwas dickeren Ansaugschlauch. Dieser Ansaugschlauch kommt in dem mitgelieferten, hier in dem Fall ein 5 Liter Behälter. Von da aus mit 6 mm Kunststoffschläuchen im Prinzip dahin, wo man es möchte. Und dann muss man halt entscheiden, wie viele Nebel, in meinem Fall Nebeldüsen, Metall, das Ganze gibt es auch in Kunststoff, es gibt es in doppelt, tausende von Ausführungen, könnt ihr euch das mal angucken. In meinem Fall, wie gesagt, 3 Düsen. Ja, das Ganze, seht ihr ja, ist so verbaut, ein Eingang und ein Ausgang, dann verbindet man das Ganze und kann das betreiben. Kurz einmal zur Handhabe, alles kein Hexenwerk, alles mit Steckverbindern. Wichtig ist, den Schlauch nehmen, den Steckverbinder, man merkt es wirklich, man merkt ein Einrasten und danach ist das Ding fest und dicht. Und zum Öffnen den Sperrring nach vorne ziehen und dann kann man den Schlauch wieder entfernen. Und so ist es eigentlich ganz einfach. Man verbaut seine Düsen und verlegt die Schläuche quasi von der Ansaugung aus dem Behälter in die Pumpe, aus der Pumpe über die Schläuche in die verschiedensten Düsen. Man kann mit diesen Pumpen ganz viele Düsen betreiben. Das für Leute, die vielleicht auch mehrere Kleinterrarien nebeneinander haben, bedenkenlos machbar. In meinem Fall ist es so, dass so eine 0,4 mm Düse verbraucht bei der Barzahl, die die Pumpen hier bringen, bei 9 Bar, 75 Milliliter in der Minute. Und die kleine 0,3er 45 Milliliter. Hier ist es erstmal so, das muss ich natürlich erstmal sehen, wenn wir das Ganze einfahren. Ich hatte mir gedacht, dass ich das stündlich oder vielleicht zweistündlich für 10 Sekunden oder so einschalte. Also im Großen und Ganzen habe ich im Telefonat mit dem Steffen Ackermann kurz mal durchgerechnet. Da reden wir über Milliliterleistungen, vielleicht zwischen 300 und maximal 500 Milliliter, die man am Tag verbraucht. Also hält so ein Behälter schon eine ganze Weile. Das Aufschlussreichste, wo ich gar nicht mit gerechnet hatte und was ich früher auch so leider nicht gemacht habe, ist das Thema, was für ein Wasser verwende ich hier. Wenn ihr meinen Bau verfolgt habt, hier hinter, seht ihr ja, habe ich einen großen Teich verbaut, der gefiltert ist und hoffentlich auch sauberes Wasser hat. Und mein Plan war, die Ansaugung aus dem Teichwasser zu verwenden. Gut, ich wusste, dass es bei Verwendung normalen Wassers zu Problemen kommen kann, dass die Düsen verkalken. Gut, das war für mich eine Sache, wo ich sagte, gut, damit kann ich leben, weil wir hier erstens super Wasser haben, was fast keinen oder was mit Kalk überhaupt gar nicht beaufschlagt. Also wir haben hier kein Problem mit Kalk. Das bedeutet, für mich war das eigentlich eine Option. Aber zum Glück haben wir beide telefoniert und da ging es gar nicht groß um die Verwendung des normalen Wassers wegen dem Kalk, sondern um eine viel wichtigere Geschichte. Hier setzen sich über die Dauer, das ist nun mal so, Keime und Bakterien können sich hier in der Pumpe, in den Schlauchleitungen, in den Düsen absetzen. Was soweit erstmal nicht ganz so dramatisch ist. Dramatisch wird es, wenn man es mit diesen Nebeldüsen so ultra fein vernebelt und die Tiere sowas einatmen. Das wird dann eine riesen Bakterien-, Viren- und sonst was Schleuder
und kein Schleuder, dass mir der Steffen davon abgeraten hat. Seine Firma empfiehlt definitiv die Verwendung von destilliertem Wasser. Dieses hier, ich weiß nicht, ob es bei allen ist, ist auf jeden Fall für Aquarien zum Beimischen geeignet. Warum das Ganze? Ja, logischerweise keine Keime und keine Verkalkung. Und dadurch hatte ich ja am Anfang gesagt, dass diese Anlage keine Beregnungsanlage ist, sondern eigentlich nur die Luftfeuchtigkeit erhöht und ich das Gießen, Beregnen der Pflanze immer noch gerne manuell machen möchte, habe ich mich zum Glück dazu entschieden, diese Geschichte zu verbauen und ich hatte auch Glück, dass es vom Platz alles passt. Also nochmal ausdrücklich nochmal ein Wunsch vom Steffen, das zu erwähnen. Bitte verwendet, auch wenn es irgendwo anders steht, in diesen feinsten Nebelanlagen destilliertes Wasser, nimmt kein Leitungswasser. Es könnte zu Problemen bei den Tieren kommen. Ja, genug geredet. Ich denke, Even, wir bauen es einfach auf. Ja, aber eine wichtige Sache noch. Frohe Ostern an alle von euch. Frohe Ostern? Ostern ist schon vorbei. Ach so. Ja, trotzdem nachträglich. Frohe Ostern nachträglich. Okay, lasst uns das verbauen und dann schauen wir ganz einfach mal die beiden Pumpen im Vergleich, wie es so funktioniert. Bis gleich. Gut, hier mal der Vergleichsaufbau der normalen Pumpe. Ich schalte mal an, wir gucken mal, wie sich das anhört. Ja, das hört sich so an. Hier ist jetzt der Versuchsaufbau mit der Leiseläuferpumpe. Schauen wir mal, ich schalte mal an. Ja, ich denke mal, da hört man einen deutlichen Unterschied. Ja, der Aufbau ging rucki zucki. Ja, das kennt ihr ja schon. Hier der Wasserbehälter, dann habe ich hier die Leiseläuferpumpe. Das Ganze kommt hier hinten rein, ich weiß nicht, ob man sehen kann, passt genau mit dem Kanister hinten rein. Die Pumpe werde ich noch in so einem Plastikbehälter zusätzlich verbauen, dass, falls es mal eine Leckage gibt, dass ich das frühzeitig sehe. Jo, und dann habe ich hier, wie gesagt, eine Düse hier oben, weil hier in diesem Bereich sind ja eigentlich die ganzen Pflanzen. Und eine ist hier oben verbaut. Ja, und die dritte, die nebelt von unten. Das ist auch eine Antitropfdüse. Da kommen wir aber noch zu dem Aufbau. Da gibt es auch noch eine spezielle Geschichte. Und die nebelt quasi von unten quasi das ganze Substrat und die Pflanzen. Ja, ganz einfach eigentlich. Und es ging schnell. Gut, das war das heutige Video. Der Einbau der Beregnung oder Nebelanlage der Firma MicroRain System. Wir bedanken uns nochmal recht herzlich bei der Firma für das Zusenden der schönen leisen Pumpe. Ich glaube, das wird meine Frau freuen, dass wir das Brummen hier nicht mehr haben. War super einfach einzubauen. Klasse Geschichte. Dir hat's auch gefallen? Ja! Okidoki. So, wenn ihr weiter nichts verpassen wollt, drückt unten auf den Abonnier-Button. Abonnier-Button. Auf den Abonnier-Button. Und auf den Like-Button. Ja, und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!